So, Freunde, der Fibo-Hype ist vorbei und thanks God, ich bin nicht krank geworden. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und es gibt jetzt einen offiziellen Starttermin für meine Prep und zwar der 1. Mai. Ist relativ früh, beziehungsweise ich habe sehr, sehr viel Zeit. Ihr wisst ja, ich habe eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Deswegen will ich euch nur ganz kurz einen Teil meiner Strategie erklären. Und zwar habe ich mir überlegt, regelmäßig Diet Breaks einzulegen und das, wenn alles nach Plan läuft, alle 5 Wochen. Das bedeutet, ich werde weiterhin ganz normal zyklisch trainieren und immer dann, wenn ein Deload ansteht, auch dann quasi meinen Diet Break gleichzeitig absolvieren. Natürlich mit dem Hintergrundgedanken, so viel Muskulatur wie möglich zu behalten und dementsprechend habe ich auch ein sehr, sehr kleines Kaloriendefizit bzw. eine sehr, sehr kleine Abnahmerate, die ich anstrebe. Trainingstechnisch wird sich auch nicht großartig viel verändern, weil ich jetzt bereits in der Off-Season schon an meinen regenerativen Kapazitäten bin. Außer beim Beintraining, da bin ich schon vielleicht ein bisschen drüber, weshalb ich dann etwas Volumen beim Beintraining rausnehme. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin, hat mein Körper natürlich auch weniger Ressourcen für die Regeneration. Und wenn ich dann beim Beintraining immer auf die Kacke haue, das heißt mich komplett aus dem Leben schieße, kommt irgendwann die Regeneration nicht mehr nach und das wirkt sich dann komplett auf meine Performance overall aus und das will ich natürlich vermeiden. Außerdem hat der ein oder andere vielleicht schon im Podcast gehört, kommt vielleicht doch ein Classic Physik Wettkampf in Frage, denn es gibt noch einen Wettkampf, der ich glaube 2 Wochen nach meinem letzt geplanten Wettkampf stattfindet. Das bei einem, sag mal, nicht getesteten Verband, aber ob ich dann in die Classic gehe, so nicht getestet, boah, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich einfach mal dann da hochgehen soll, ein bisschen Classic-Erfahrung sammeln. Aber wie gesagt, das steht noch in den Sternen, nur damit ihr jetzt mal ein kurzes Update habt. Tobias heute wieder vor der Linse, ein paar Wochen nach seinem Wettkampf. Wie geht's dir? Gut. Gut, siehst auf jeden Fall sehr glücklich aus gerade. Hast du noch irgendwelche Nachwirkungen von dem Wettkampf generell oder von der ganzen Wettkampfdiät? Ich hatte zeitlang ziemlich lange großen Hunger. Also viel schlimmer als in der Diät, aber ich habe jetzt wieder so ein bisschen Normalität mit der Arbeit. Ja, das war jetzt die letzten 3 Wochen auch ein bisschen unregelmäßig alles. Jetzt verbessert sich wieder. Wir haben heute mit dem Tobias so ein Feedback-Gespräch. Ich möchte mal gerne Revue passieren lassen, wie die ganze Wettkampfplanung lief, weil ich mich natürlich in meiner Trainings- oder beziehungsweise Coaching-Laufbahn verbessern möchte. Deswegen quatschen wir jetzt eine Runde und danach steht auch ein Posing an, weil ihr wisst, der Tobias möchte gerne in die nächste Klasse wachsen. Ich begrüße euch zum Trainings-Voiceover und hier seht ihr einen Ausschnitt von meiner Pull-1-Einheit. Nach wie vor liegt der Fokus ganz klar auf Wachstum vom Latissimus, weil da kann man sowieso nie genug von haben. Besonders meine Lower Lats, also der Schwung ganz unten, der muss definitiv ausgebaut werden. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, hey Rocky, du bist doch bald auf Diät, wie willst du da noch Muskulatur aufbauen? Aber da kann ich euch beruhigen, es ist safe möglich, noch in einem Defizit Muskulatur aufzubauen. Auch als erfahrener Athlet und wie ihr wisst, halte ich mein Kaloriendefizit sehr, sehr gering. Wenn also dann noch die Intensität und das Trainingsvolumen stimmt, wovon ich ausgehe, dann bin ich überzeugt davon, dass ich zumindest in den ersten, vielleicht auch einen Teil vom zweiten Diätblock weiterhin Muskulatur aufbauen werde. Des Weiteren werde ich den Anabolismus durch mehr Progress oder weiterhin Progress im Training pushen, denn ich habe noch in einigen Übungen mehr als genug Potenzial, mich dort zu steigern. Von daher nicht vornherein geistig limitieren, sondern weiterhin routiniert und stetig die Arbeit verrichten, sodass wir das Beste aus der jeweiligen Situation rausholen. Schaut mal, was ich beim Aufräumen gefunden habe und dann wieder zur Motivation für die anstehende Prep-Aufgabe habe. Wer kennt's noch? Das müsste 2019 gewesen sein, als ich bei der GNBF Vierter wurde, bei über 1000 Zuschauern. Die ganze Family war da, ganz viele Freunde. Und aus dem Grund ist das eine der coolsten Erinnerungen in meiner bisherigen Laufbahn. Und dieses Jahr auf der Evo Classic könnten wir das Ganze wieder so feiern, beziehungsweise dann mit einer besseren Platzierung hoffentlich, weil es einfach hier auch wieder in der Nähe ist, in der gleichen Siegerlandhalle, wo dieses Bild entstand. Und sehr viele Leute haben sich jetzt schon Tickets geholt, also ich freue mich über jeden Support. Dann habt ihr auch schon mein Arbeitszimmer gesehen in der ersten Aufnahme und diese Pflanze habe ich einfach neu geholt. Für diesen Topf und für diese Pflanze insgesamt 80 Euro. Ich sag euch ehrlich, Inflation kriegt anders mies rein. Abschließend möchte ich mit euch noch meine Gedanken teilen hinsichtlich der anstehenden Wettkampf-Prep. Ich habe einfach extrem Bock, muss ich gestehen. Ich möchte einfach wieder diesen Struggle fühlen,
dort, wenn es richtig hart wird, trotzdem weiter durchzuziehen, meinen Schweinehund quasi zu überwinden. Diese Challenge möchte ich mir einfach wieder stellen. Das ist meine vierte Saison und ich bin gespannt, ob es von Season zu Season leichter wird. Aber ich glaube, irgendwann kommt dieser Punkt, wie der Michael schon immer gesagt hat, da wird die Diät dich brechen wollen. Aber genau dann entscheidet sich, wer zieht wirklich durch. Wer hat dieses Mindset? Ich habe einfach mega Bock drauf, meine Bestform zu bringen. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Ich werde jetzt dieses Video hier fertig schneiden und mich dann in meine Leg-Session begeben. Ich freue mich natürlich über jeden Support. Denkt dran, bei SmileDogs und NeoSubs bekommt ihr mit meinem Code immer den besten Rabatt. Und lasst gerne ein Abo da, denn bald geht es los.